willkommen zum Lesemonat März. Ja. Ja. Es ist soweit. Endlich kommt auch unser Lesemonat, etwas später als andere. Aber wir haben einiges gelesen oder vielleicht auch nicht. Das zeigen wir euch jetzt. Anja. Ja. Der März ist vorüber. Der März ist vorüber. Wie lief's so? Gut. Schlecht. Richtig schlecht. Scheiße. Schlechteste Monat seit dem Jahr. Nee, ever nicht. Nein, ever glaube ich nicht. Aber schlecht. Okay. Schlechteste bisher in diesem Jahr. In diesem Jahr. Ja. Ja gut. Naja, es ist so. Es ist viel los. Kann man nicht anders. Was willst du machen? Was willst du tun? Ja. Wie viel hast du denn geschafft? Drei? Ja. Drei Bücher schaffen oder nicht schaffen. Wie viel du? Sechs. Ja. Das Doppelte. Sag mal die Seitenzahl. Ja. 814. Das hast du echt sehr lang. Dramatisch. Unter 1000 ist für mich wirklich, wirklich immer schlecht. Ich wollte gerade sagen, das hast du so selten. Ja, habe ich ganz selten. Aber es ist wirklich schlecht unter 1000. 1620. Ja, komm, gib doch an. Da. Ich gebe mich an, Gott sei Dank. Nein. Nee. Jeder schafft so viel, wie er schafft. Und das ist völlig fein. Es war nicht mehr drin. Ich bin mir sicher, es werden auch bei mir Monate kommen, wo es nicht laufen wird. Ja, das stimmt. Die Urlaubsmonate sind gesetzt. Immer Katastrophe. Das ist ja bei mir immer gut und bei dir immer schlecht. Da machst du einen am nächsten und ich bin froh, wenn ich eine Seite schaffe. Ja, das stimmt. Ja. Nein, es ist so. Klar, wenn man im letzten Jahr guckt, dann sieht man auch, wo es dann irgendwie... Auch bei mir ist es tatsächlich auch meistens am Anfang des Jahres. Anfang des Jahres, ne? Ja, mit Theater. Dass es mit dem Theater dann immer schlecht läuft und so. Hatte ich auch im März letzten Jahres, hatte ich 948. Ja. Das war auch ein schlechter Monat. War auch ein schlechter Monat. Ja, auch wegen Theater. Es ist immer so, die ersten Monate sind bei mir, ja, sehr. Januar und Februar sind noch okay und der März wird immer schlecht. Das ist echt so, wegen Theater. Theater ist schuld. Ja. Nein, um Gottes Willen. Irgendwie das schon. Das ist so ein tolles Hobby, was du hast. Ja, aber irgendwie schon. Das sieht man schon sehr. Ja. Sie muss ja auch voll. Dann hoffen wir, dass der April jetzt aber besser wird, weil da jetzt auch noch mal ein Theaterstück kommt. Naja. Bei eins reicht ja nicht. Nee, aber das mache ich auch nicht mehr. Nee, ist schon viel. Ne? Das war jetzt schon sehr das viel. War zu ja, viel. Ja, war jetzt ein bisschen viel. Ich freue mich jetzt drauf, aber ich bin jetzt auch froh, wenn es anfängt. Im Mai, Anfang Mai und dann... Ich freue mich sehr. Ich wieder so ein bisschen Lücke habe in meinem Schädel. Nee, verstehe ich total. Naja, aber gut, dann hören wir jetzt der Anja zu. Ja. Weil die hat viel, viel mehr gelesen als ich. Ich fange dann mal an. Fang doch einfach mal an. Und das erste Buch, was ich im März beendet habe, ist von Sascha Stanisic, Wie der Soldat das Grammophon repariert. Und das ist ja mein erstes Buch von ihm. Und das war ganz toll, als ich das bei Rido reingestellt habe, hat das die liebe Katrin gesehen. Und hat gesagt, oh, ich habe das auch noch hier. Es war jetzt keine Leserunde, aber sie hat das halt auch gelesen wie ich. Und wir haben uns dann zwischendurch mal ausgetauscht. Wo bist du gerade? Ich bin gerade da und da. Und das hat das nochmal echt bereichert, muss ich sagen. Deshalb nochmal danke, Katrin. Um was geht es in diesem Buch? In diesem Buch geht es um Alexander, der in Bosnien in den 90er Jahren groß wird. Und also er ist 78 geboren, so wie ich. Und genau, und muss dann halt, als der Krieg ausbricht, mit seinen Eltern nach Deutschland fliehen. Er landet irgendwie im Ruhrgebiet. Aber in diesem Buch geht es hauptsächlich darum, wie seine Kindheit war. Es wird auch aus einer Kindersicht erzählt, wie er da groß geworden ist, mit welchen Geschichten er vor allem von seinem Opa Slavko mit erzogen worden ist. Er war mich so wie so eine Art Märchenerzähler. Und so ist das Buch nämlich auch. Es hat eine ganz besondere Erzählweise. Es ist wirklich so wie so ein Geschichtenerzählbuch. Man weiß manchmal gar nicht... ist das jetzt Magie? Ist das Surrealismus? Ist das jetzt Realität? Und da hangeln wir uns immer wieder dazwischen. Und dann kommt zwischendurch die Keule raus, wenn wirklich vom Krieg berichtet wird, in diesem zerrütteten ehemaligen Jugoslawien, wo man auch wirklich sprachlos zurückbleibt, was da den Menschen einfach passiert ist, weil die oberen Politiker miteinander nicht klarkamen und die Menschen, die eigentlich gut nebeneinander leben konnten, also es lebten Muslime, es lebten Katholische, alles war da vertreten und alle haben sich gut verstanden. Aber die Politiker haben es halt einfach kaputt gemacht und dieses Land völlig zerrüttet.
Ich habe mich nach dem Lesen des Buches mit einem Arbeitskollegen, der jetzt bei uns angefangen hat, auch unterhalten, der aus Bosnien kommt und der mir auch erzählt hat, dass er halt den Krieg auch als Kind mitbekommen hat und dass er auch draußen Fußball gespielt hat und dann plötzlich knallt es irgendwo und er hatte wahnsinniges Glück gehabt, aber ihm war das gar nicht so bewusst. Er meinte, er hat eine tolle Kindheit gehabt und das fand ich so krass, weil das genau das, was Sascha Stanisic hier erzählt, das irgendwie so widerspiegelt. Mhm. Man hat jetzt nicht das Gefühl, dass man die ganze Zeit total betrübt und bedrückt ist, sondern es ist auch eine gewisse Leichtigkeit in dem Buch, aber dann auch wieder nicht. Also das Buch hat es mir auch wirklich nicht leicht gemacht. Ich habe wirklich gebraucht, um ins Buch einzutauchen. Mir fiel das so ein bisschen schwer, teilweise den roten Faden zu finden, weil er halt so ein Erzähler ist. Es gibt Passagen, die hätten wahrscheinlich ein bisschen kompakter sein können, aber ich glaube, dass er das selber brauchte, um das so zu erzählen. Und das ist auch wichtig. Es geht auch um eine Beziehung zu einem muslimischen Mädchen, nämlich Asya, die sehr über den Ganzen hängt und die er auch immer wieder sucht und zu finden sucht. Und wie er sich auch selbst einfach sucht und die Identität. Ich glaube, es ist ganz gut, das Buch vorher zu lesen, bevor man Herkunft liest. Das ist ja das, mit dem er auch den Buchpreis gewonnen hat. Und das habe ich mir natürlich auch direkt besorgt danach, weil ich jetzt gerne wissen möchte, wie. Weil sie sich ja Mainz nicht leihen könnte. Nee, ich kann sagen, warum. Weil die Maike hat die Bücherquitte-Ausgabe und ich hätte gerne die gleiche Höhe und so. Ich hätte es dir auch nicht geschenkt. Du hättest es dir erstmal leihen können. Ja, aber ich bin mir recht sicher, dass mir das gefallen wird und deshalb möchte ich es auch haben. So, sind wir mal ehrlich. Und deswegen freue ich mich darauf. Warum meinst du, dass man das zuerst lesen muss? Weil das sozusagen so ein Einstieg ist in das Leben eines. Aber du hast ja Herkunft noch gar nicht gelesen. Nee, habe ich nicht, aber ich habe mir ja Rezensionen, mache ich immer, danach lese ich mir immer so durch. Ah, okay. Und da wurde das gesagt, dass das im Gegensatz zu Herkunft schwächer ist. Mhm. Und dass halt so diese Kindheit in Bosnien so ein bisschen, im ehemaligen Jugoslawien, beschreibt. Und dass aber Herkunft nochmal mehr auf die Person eingeht, wie die sich fühlt. Und das ist teilweise ja nicht so. Mhm. Und das hat mir so ein bisschen gefehlt manchmal, dass ich wäre manchmal gerne länger bei Alexander geblieben. Und das hat man wohl dann, wenn man dann Herkunft liest, weil da geht es nämlich darum, wie jemand in Essen im Ruhrgebiet ankommt. Als Ausbau. Und hier bin ich halt wirklich im ehemaligen Jugoslawien und auch mit den ganzen Geschichten, mit dem Fluss, wo auch ganz viel Grausames passiert ist. Und das finde ich als Einstieg, glaube ich, ganz gut, wenn man so dieses Gefühl schon mal hat und einfach auch die Erzählweise von Sascha Stanisic so ein bisschen mitzubekommen. Am Anfang habe ich echt gedacht, boah, ich muss es nochmal weglegen, weil ich nicht so richtig reinkomme. Aber dann hat es mich irgendwann gepackt. Also ich war dann wirklich richtig drin und es hat mich total abgeholt. Ich habe dem jetzt 4 Sterne gegeben, weil es mich wirklich noch so ab der Mitte richtig mitgezogen hat. Und ich einfach die Schreibkunst total faszinierend finde, wie er Geschichten erzählt. Und deswegen freue ich mich nochmal mehr auf Herkunft. Was ich irgendwann also muss ich das jetzt vorher lesen? Ich glaube, man muss es nicht, aber es wird, also viele sagen, dass sie nur Herkunft gelesen haben und total glücklich damit waren und danach von dem auch enttäuscht waren. Aber ich glaube, ich fände es gut, um so diese Person dort kennenzulernen, den Krieg nochmal so kennt, so mitzukriegen, wie die Art und Weise der Leute ist, wie die ja gelebt haben. Das fand ich für mich jetzt nochmal gut. Ja, ich war ja auch in Sarajevo. Also du warst ich war da ja auch, sogar ja, da. Genau. Also. Deswegen. Da ist es ja auch jetzt wieder so, dass die alle nebeneinander im Moment herleben. Ja, machen die jetzt wieder. Ja, ne? Ja. Alles da ist eine Moschee und dann da eine Kirche. Ja. Alles nebeneinander. Finde ich auch total gut, dass es auch so ist. Aber da ist natürlich auch alles immer noch vermint. Ne? Total. Also da ist ja alles drumherum total grün. Also wenn man da oben auf die Anhöhen geht, wo damals die Winterspiele waren, wo die Bobbahn immer noch zu besichtigen ist. Und du guckst da rum, dann ist das alles unheimlich schön grün, weil es in so einem Tal liegt. Und dann sagen die dir, ja, das ist so schön grün, weil sich keiner da reintraut, weil da überall noch Tretminen sind. Und deswegen leben da jetzt auch hier Wölfe, Bären und was weiß ich. Weil das nur ab einer bestimmten Kilozahl detoniert. Und die da alles noch vermint haben. Hammer. Und du siehst auch überall noch die Einschusslöcher. Siehst du auch alles noch, ne? Also es ist so krass. Und das ist halt so... Das ist ja, man braucht jetzt vor diesem Buch jetzt nicht so die Angst haben, dass jetzt die Gräueltaten des Krieges nicht. Nee, weil es wird halt schon aus so einer kinderlichen Sicht erzählt. Aber ein sehr schlaues Kind, muss man auch sagen. Aber trotzdem, wenn man das dann, man ist, ich bin ja groß. Ich weiß ja, man weiß ja, was passiert. Und wenn man das dann liest und dann
Furchtbar. Ich habe ja noch dieses eine Buch auch. Ich weiß gerade gar nicht, wie es heißt. Stimmt, du hattest dem ja, damals auch nach dem Urlaub noch was geholt, meine ich. Ja, also oder? Genau, das kam da raus. Aber das ist auch so echt schwierig geschrieben. Da muss ich mich auch mal irgendwann drauf einlassen. Ich sehe auch gerade nicht, wie es heißt. Ich muss mal raussuchen. Aber es geht auch um einen. Und das ist halt so krass, wenn das da was passiert ist. Und das ist so surreal. Und das sagte halt auch Azor, dass es total surreal für einen selber ist, dass man da draus spielt. Und eine kommt da so Salven und so. Und weiß ich nicht. Einfach furchtbar. Nein, aber ich fand es richtig gut. Also muss ich schon sagen, es hat Lust auf mehr gemacht, auf jeden Fall. Ja, dann muss ich mal sehen, ob ich das vorher lese. Ja. Anja sagt, dass man es lesen muss. So eine Sache. Aber für mich war es jetzt so, dass ich sage, so, ich glaube, ich würde das gerne eher lesen und dann das andere. Damit ich so eine aufsteigende komme. Ja, du kannst das ja machen. Genau. Ich glaube nicht, dass man das muss. Viele sagen halt, die beides gelesen haben, es ist viel besser, Herkunft zu lesen. Das haben viele gesagt. Ja, weil wenn ich das schon höre, weiß ich jetzt nicht, ob ich dann keine Lust mehr habe, Herkunft zu lesen. Ja. Weil das ist wieder so ein typisches Anja-Buch. Jetzt frag mal Katrin. Die kann dich ja gut einschätzen. Ja, ich kann das auch einschätzen. Ich weiß noch nicht. Mal gucken. Herkunft liegt ja bei mir. Das müsste jetzt irgendwann auch mal auf der Rache auftauchen. Irgendwann taucht es auf, ne? Bestimmt. Du bist oder ja war gut. Das schon auf der Rache? Nee, ich glaube nicht. Nee, ich glaube auch nicht. Aber das kommt bestimmt bald. Ist nicht mehr so lange. Nicht mehr so lange. Ich bin mir auch schon länger. Naja, gut. Ich habe ein Buch für die Büchergilde gelesen. Und zwar Paradise Garden von Elena Fischer. Und das habe ich ja auch sogar mir damals als normale Ausgabe gekauft. Aber die Büchergilde hat es jetzt auch im Programm gehabt. In dem Quartalsprogramm jetzt. Und da machen wir euch auf jeden Fall noch eine separate Vorstellung, wo wir viel mehr noch zu den Büchern erzählen werden. Wir zeigen euch die hier nur kurz, weil wir euch natürlich die nicht unter den Teppich fallen lassen wollen und weil ich sonst fast gar keine Bücher zum Zeigen hätte. Deswegen können wir mir das jetzt nicht wegnehmen. Nein, auf keinen Fall. Das machen wir jetzt immer so. Genau. Aber letzten Monat war auch schon so. Genau. Ja. Und da könnt ihr euch schon auf unsere Programmvorschau am Freitag, kommt die glaube ich schon. Die Programmvorstellung kommt am Freitag. Ja, ich habe recht. Du hast recht. Natürlich hast du recht. Naja, und es ist wirklich schön aufgemacht. Also hier ist es anders als das Original mit einer tollen Sonnenliege vorne drauf. Hier geht es ja um Billy, die 14 Jahre alt ist und mit ihrer Mutter zusammenlebt. Und sie haben ziemlich wenig Geld und verbringen ihren Alltag so miteinander. Und dann passiert etwas, was die Geschichte zu einer großen Wendung bringt. Mehr sage ich nicht. Wer mehr wissen will, kann dann in einem Gilde-Video vorbeischauen. Ich kann euch nur sagen, dass es mir sehr, sehr, sehr gut gefallen hat. Es hat 4,5 Sterne bekommen und es ist, glaube ich, definitiv ein Anja-Buch. Da muss ich es noch lesen, weil ich habe es noch nicht gelesen. Ja. Ich habe dafür gelesen, auch für die Gilde, von Nele Polacek, Kleine Probleme. Und das fand ich auch richtig gut und wie gesagt, Näheres kommt dann auch am Freitag. Hier geht es nämlich um den 49-jährigen Lars, der Schriftsteller ist, sein möchte, Familienvater ist und der sehr gerne Dinge aufschiebt, die er aber jetzt zum Ende des Jahres erledigt haben möchte. Und es ist der 31. Dezember und schubsiwupps ist die Zeit um und er steht vor einer riesigen To-Do-Liste mit 13 Punkten an der Zahl und muss das jetzt halt schaffen. Wie das für den ist, ob er das schafft und was das Buch mir so gegeben hat, das sage ich euch Freitag. Dann hat uns ein Rätsel-Exemplar aus dem Verbrecherverlag erreicht. Wir wurden gefragt, ob wir das gerne lesen möchten, nämlich Ferimond von Lorena Simmel. Und das klang so gut, dass wir da ja gesagt haben. Und ich habe es jetzt direkt als erstes gelesen. Genau, das ist der Debütroman von Lorena Simmel, die wir auch beim Bloggertreffen vom Verbrecherverlag auf der Buchmesse treffen durfte. Mhm. Wo sie etwas über ihren Roman gesprochen hat. Ja. Und auch eine sehr, sehr sympathische Autorin. So oder so ist der Verbrecherverlag ein ganz sympathischer Verlag mit ganz, ganz tollen Büchern. Also wenn ihr mal auf der Suche nach wirklich etwas spezielleren Büchern seid, dann schaut da unbedingt mal vorbei. Es ist immer noch ein kleiner Verlag, der nicht so große Aufmerksamkeit bekommt, aber das Programm ist wirklich sehr liebevoll ausgewählt und hat wirklich viel in sich. Genau, hat immer sehr relevante Themen, die sich die Bücher beschäftigt, die jetzt für unsere Jetzt-Zeit auch einfach sehr wichtig genau, ist. Genau, absolut. Mhm. Also ich könnte mich da wirklich komplett dämlich kaufen. Und dämlich kaufen, wirklich. Ja,
Hier in diesem Roman geht es um eine Ich-Erzählerin, die Geld für ihr Studium braucht. Sie lebt in Berlin und ja, wie gesagt, studiert sie da und ihr Geld wird knapp und deswegen reist sie zurück in ihr Heimatdorf Ferimont. Das ist ein fiktives Schweizer Dorf, also das gibt es nicht, aber ist natürlich an Dörfer angelehnt. Mhm. Die Autorin selber ist auch Schweizerin. Mhm. Genau, und kennt sich da halt ein bisschen aus und deswegen ist das so ein fiktives Dorf Ferimont. Und dort will die Ich-Erzählerin als Saisonarbeiterin arbeiten und Geld verdienen als eine landwirtschaftliche Hilfskraft. Und ja, wie man weiß oder vielleicht auch nicht weiß, sind diese landwirtschaftlichen Hilfskräfte ja ganz oft aus dem Ausland hierhin geholt, quasi, und zwar aus dem osteuropäischen Raum meistens, kommen die hierher und sind dann Erntehelfer oder ähnliches. Ja, und die Protagonistin freundet sich mit Daria an. Daria kommt jedes Jahr mit ihrer Familie, also mit ihren Schwägerinnen, ihrem Mann, ihren Schwagern und so, mhm, kommt sie aus Moldau, um dort zu arbeiten und Geld zu verdienen. Und sie ist eigentlich zu Hause in Moldau, da wo sie lebt, sie eigentlich hat sie einen gut situierten Job. Mhm. Also es ist jetzt gar nicht, dass sie irgendwie keinen guten Job da hat, aber sie verdient halt viel, viel weniger, ja, als wenn sie da jetzt zur Landarbeit kommt. Krass. Und ja, kriegt halt dann, also sie ist, glaube ich, ich meine, sie wäre Gerichtsvollzieherin oder irgendwie so, also so sogar irgendwas sehr Angesehenes sogar. Also ich weiß es jetzt nicht mehr ganz genau, habe es mir leider auch nicht aufgeschrieben, aber sie hat einen guten Job eigentlich. Ja, ja. Der hier wahrscheinlich mächtig gut bezahlt wird. Aber sie muss halt irgendwie sehen, damit sie Geld verdient, dass sie dann halt noch hier rüberkommt. Genau. Und so wird natürlich auch dieses Ungleichgewicht zwischen der west- und osteuropäischen Region wird natürlich da in den Fokus gerückt in diesem Roman. Und es thematisiert eine, sagen wir mal, oft sehr unsichtbare Realität. Weil wir wissen natürlich alle, dass Spargel, Erdbeeren oder sonstige Sachen irgendwie von den Feldern in unseren Supermarkt oder in unseren Obst-Gemüsemarkt kommen. Aber die Arbeitsbedingungen hinterfragen wir da jetzt nicht so richtig auch. Ne? Das ist so ein bisschen ähnlich wie zum Beispiel auch, wie wir sehr selten hinterfragen, wenn so Krankenpflegepersonal kommt und privat zu Hause pflegen oder so. Was dahinter steckt. Mhm. Auch diese kapitalistischen Arbeitsbedingungen, die natürlich dadurch dann durch solche Bücher auch irgendwo hinterfragt werden. Weil man natürlich ans Nachdenken kommt, wieso Menschen wirklich alles zurücklassen, über Monate lang, nur um Geld zu verdienen, ja, und sich auch gezwungen sehen, den Arbeitsbedingungen wirklich sich zu ergeben, nämlich zum Beispiel einen Akkord zu pflücken oder eine gewisse Gewichtsklasse zu pflücken und auch eine gewisse Klasse zu pflücken. Dann darf, also die Ich-Erzählerin zum Beispiel, in ihrem ersten Tag hat die halt Erdbeeren oder Brombeeren oder irgendwas hat sie an Früchten gepflückt und da hat sie dann zu fest gezogen. Und dann waren die gedrückt. Und das ist natürlich schlecht. Mhm. Ne? Und ich meine, da eignet man sich natürlich auch so eine Technik an, etc. Also es passiert im Endeffekt nicht sehr viel in diesem Roman. Es ist ein sehr leiser und sehr ruhiger Roman, wo viel einfach berichtet wird. Also einfach auch sehr nüchtern, genau, nicht wertend im Endeffekt. Also es wird nicht wirklich gewertet oder wird ja sich mit der Moralkeule irgendwie so auf einen eingeschlagen, was eigentlich sehr, sehr gut ist. Trotzdem ist mein Kritikpunkt gewesen, dass es irgendwie noch etwas mehr Kraft beinhalten hätte können. Mhm. Für mich war er halt an manchen Stellen zu leise. Mhm. Da hätte ich mir gewünscht, dass da eine größere Kraft hintersteht, die mir noch mehr diese Arbeitsbedingungen der Saisonarbeiter in den Mittelpunkt rückt. Jetzt habe ich
auf der Buchmesse dann von der Autorin selber erfahren, dass sie natürlich extra diese leisen Töne eben gewählt hat, um das überhaupt irgendwie zu beschreiben. Ja, ja. Ja, für mich war es ein bisschen zu wenig irgendwo. Also ich hätte mir dann noch ein bisschen mehr gewünscht, aber es ist kein schlechtes Buch. Es ist wirklich ganz gut. Kann mir vorstellen, das ist so ein Buch, was im Nachgang, wenn du dich mit anderen drüber unterhältst, richtig, jetzt, und dann diese, wo das ja, jetzt, die Vielfalt jetzt, rauskommt. Wo ich, ja? Jetzt, wo ich so drüber spreche, da merke ich jetzt auch gerade, wie viel auch so noch hängen geblieben ist, genau. Und was so hängen geblieben ist. Ja, es ist so ein Roman, der sich leise einschleicht, der dann leise kommt. Von hinten. Ja. Aber sehr interessant, weil es ist einfach was, wie schon gesagt, wo wir alle den Blick vorwegwenden. Wir reden über ganz viel, aber darüber wird zum Beispiel fast nie geredet. Ja. Auch das immer irgendwie, also ich habe damals vor, ja, wie lange ist das her? Wird schon länger. 28 Jahren oder so, habe ich ja beim Obst- und Gemüsebauern, habe ich ja Obst und Gemüse auf dem Wochenmarkt verkauft. Und die hatten halt einen riesen Hof, weil die halt selber auch angebaut haben. Mhm. Genau, weil die selber angebaut haben. Und die hatten immer Polen, osteuropäische Arbeitskräfte auf diesem Hof als Hilfsarbeiter. Mhm. Weil für Deutsche das einfach auch nicht immer attraktiv genug ist. Genau, und zu wenig bezahlt wurde. Mhm. Und die Arbeitsbedingungen zu schwer. Ja. Ja, es ist... ist ein wichtiges Thema. Schwieriges Thema. Und aber sehr empfehlenswert. Sehr gut. Ja, wenn du jetzt das gerade schon in der Hand hältst, dann greife ich mal vor, weil der liebe Verbrecher Verlag hat uns nämlich noch ein Buch mitgeschickt, und zwar von Olga Benario, Berliner kommunistische Jugend. Ein Sachbuch, ihr Lieben. Und ich habe da auch ganz viele im Verbrecher Verlag, da findet man ganz viel. Also gerade im Sachbuchbereich. Ja, ganz viel. Richtig viel. Und ich habe gedacht, ich traue mich da jetzt mal ran. Ich lese ja tatsächlich fast gar keine Sachbücher, und ich habe mal gedacht, nee, komm, ich lasse mich jetzt drauf ein und lese mir das und lese das mal. Und ich muss sagen, es hat mich sehr beeindruckt. Zur Vorgeschichte, Olga Benario hat diesen Bericht, würde ich das mal bezeichnen, hat sie mit 21 Jahren in Moskau geschrieben, als sie schon geflohen ist, damals vor den Nazis. Und hat den auf Deutsch geschrieben. Der wurde dann natürlich auch ins Russische übersetzt. Das Original ist aber irgendwie verschollen gegangen. Und man hat jetzt dieses russische Manuskript wieder zurück ins Deutsche übersetzt, und zwar hat das die Christine Listau gemacht. Das ist immer so ein bisschen schwierig, wenn man übersetzt, was da so noch, was noch so da ist. Ne? Ja. Aber ich finde, gerade bei so Berichterstattungen, bei so Berichten, bei Dokumentationen, glaube ich, ist das nochmal was anderes, als wenn wir jetzt einen Roman hätten. Kann ich mir vorstellen. Deswegen, also ich, genau, und dieser Bericht zeigt jetzt die Zeit, wo in Berlin, Prenzlauer Bergbereich, wo die kommunistische Jugend halt unterwegs gewesen ist. Und sie hat so eine Art Tagebuch erstellt, die Olga Benario, und berichtet halt von dem nächtlichen Plakatieren, dass man sich schon mal so ein bisschen auflehnt gegen das Rechte, was so langsam hochgekocht ist. Die ganz viele Jugendarbeit, so wirklich so Pfadfinderausflüge mit Lagerfeuer und Liedern, die gesungen worden sind. Und man spürt einfach, dass da ganz viel Hoffnung war. Mhm. Und dass das alles gut wird, dass das Menschliche siegt und auch die Gerechtigkeit. Es geht da zum Beispiel auch so eine Szene, dass da so ein Eishändler so ganz teuer Eis verkauft, und dass sie dann sagen, es geht so nicht. Und dann haben die da auch demonstriert gegen, und man merkt einfach so ganz viel Aktionismus, ganz viel Gemeinschaftlichkeit. Man könnte jetzt sagen, das ist natürlich total deprimierend, weil wir ja wissen, wie es ausgegangen ist. Aber ich muss sagen, es hat mich gar nicht so deprimiert, sondern ich fand diese Hoffnung, die die jungen Menschen ausgestrahlt haben, und diesen Mut und dieses sich da aufzulehnen und nachts da so Aktionen zu starten, ich fand es toll. Ich habe das total gerne gelesen, und es hat mir für die heutige Zeit auch wieder irgendwie Hoffnung gegeben. Es hört sich jetzt total paradox an, aber es ist irgendwie so. Man kann natürlich jetzt das ganz, ich finde Sachbücher zu bewerten unfassbar schwierig, weil was soll ich da bewerten, wenn jemand einen Bericht macht? Das ist einfach nicht bewertbar. Ich kann nur sagen, es sind auch zum Beispiel auch Bilder mit drin, auch von Olga Benario. Das macht das Ganze auch nochmal so ein bisschen authentischer. Da hat man das Gefühl, man ist nochmal so richtig mit dabei.
wo sie jetzt hier halt auch so diese Fahrten machen. Mhm. Und das fand ich schon toll, da einzutauchen und das so ein bisschen zu entdecken. Und ich habe dann gesehen, das ist noch ein, das läuft glaube ich auch unter Sachbuch, jetzt nicht im Verbrecherverlag, aber ein Buch von Olga Benario gibt, wo sie Briefe aus dem KZ schreibt. Und ich habe mir das mal auf die Wunschliste gepackt, weil ich mir das gern nochmal durchlesen würde, weil ich die Frau an sich super interessant finde. Und das hat mir schon sehr viel Lust darauf gemacht. Also ich finde, wenn man mal so ein bisschen schauen will, wie war das damals in Berlin, als so diese Jugendbewegungen gekommen sind, was haben die damals gemacht, ist das hier ein mega guter Einblick. Es hat auch echt nicht viele Seiten, 120 Seiten sind es nur, aber es war richtig toll. Mhm. Ich fand es schon richtig gut. Ich würde dem jetzt im Sachbuchbereich mal 4 Sterne geben, ich habe keine Ahnung. Aber es war ein richtig toller Einblick und ich habe mich sehr gefreut. Deshalb vielen Dank, lieber Verbrecherverlag. Ich habe ein Sachbuch gelesen. Richtig gut. Richtig gut, Anja, ne? Richtig gut. Fand ich auch. Soll ich öfter tun. Ja. Dann habe ich ganz spontan, weil ich da Lust drauf hatte, beziehungsweise ich habe es mir, glaube ich, auch draufgelegt. Du hattest es auch draufgepackt. Genau, ich hatte mir Leuchtfeuer von Dani Shapiro draufgelegt. Genau, das hatte ich mit in Leipzig, ja. Richtig, da habe ich es irgendwie begonnen. Ja. Genau, und habe da aber irgendwie nicht viel gelesen, weil... Ich habe auch nicht keine gelesen. Zeit. Nur die Rückfahrt haben wir gelesen, ja, genau. Nicht so wie Claudia abends im Bett. Ja, und Ramona. Und Ramona? Nein. Nee, hatten wir nicht. Haben wir nicht. Genau. Wahrscheinlich, weil wir alten Frauen etwas müder waren. Wahrscheinlich. Jung und Hüpfer. Wahrscheinlich noch? Ist das der Grund. Genau, das habe ich gelesen und auf jeden Fall war das mein Highlight des Monats. Und sehr es war schön. Auch ein 5-Sterne-Buch tatsächlich. Also es hat mir richtig gut gefallen. Es kam zu einer genau richtigen Zeit. Ich fand es mega. Mega gut. Richtig, richtig gut. Ja, es geht ja in diesem Buch um eine Sommernacht 1985. Und zwar steigen in dieser Sommernacht 3 Teenager in ein Auto und danach ist nichts mehr wie zuvor. Und das Buch geht quasi über oder beschreibt 2 Familien, die durch das Schicksal sehr eng miteinander verbunden sind. Und immer wieder sich kreuzen. Es ist ein Buch, was, also das hat mir total gut gefallen. Und ich merke immer wieder, dass das anscheinend für mich eine gute Art ist, Geschichten zu erzählen. Es gibt erstmal die Multiperspektive, also sie springen zwischen den Protagonisten hin und her. Es gibt mehrere Erzähler, die aus ihrer Sicht die Geschichte erzählen. Und ich merke einfach, dass mir diese Geschichten immer am besten gefallen, wenn es so Sprünge gibt. Ja. Genau, also ich bin da einfach irgendwie, weiß ich nicht, bin ich sehr, sehr schnell mitzukriegen mit Multiperspektiven. Ja, das spricht mich an. Direkt. Und was mich auch super doll angesprochen hat in diesem Buch, ist, dass es nicht chronologisch erzählt ist, sondern dass es ganz viele Zeitsprünge gibt. Und das fand ich richtig gut. Das hat mir super gefallen. Und es springt auch nicht linear, also zum Beispiel immer in die Vergangenheit oder so, sondern es springt kreuz und quer. Und das hat mir unheimlich gut gefallen. Und du hast den Faden nicht verloren. Mega. Richtig gut gemacht. Das ist eine Kunst. Richtig gut gemacht. Ja. Ich weiß, dass es bei vielen Kritikpunkt ist. Bei vielen, die finden das total doof, dass das so springt. Ah, okay. Aber ich mochte es super gerne. Ich fand es richtig, richtig gut gemacht. Ist auch eine gewisse Dynamik dann immer drin, ne? Total. Ja. Und ich fand es richtig gut gemacht. Und ich habe mich auch manchmal gewundert, in welche Zeit wir jetzt auf einmal springen. Weil zum Beispiel Corona-Zeit auch dabei ist. Also ich fand es richtig gut. Richtig, richtig gut. Und einfach diese Geschichte zwischen den 2 Familien. Ich will da gar nicht so viel zu sagen, weil der Klappentext hat für manche, so wie ich das dann im Nachgang bei den Rezensionen gelesen habe, für manche so ein Versprechen ausgelöst. Also die haben da eine Erwartung gehabt, die sich dann nicht erfüllt hat. Und ich habe das gar nicht so richtig groß gelesen. Und ich glaube, das ist vielleicht auch nicht das Schlechteste, wenn man sich da einfach so drauf einlässt. Einfach, dass man weiß, es ist ein Buch über Familie. Und es ist ein Buch, was sehr facettenreich einfach ist, was super interessant ist, dass die Stränge durch diese Zeitsprünge auch kommen und durch diese Familien, diese 2 unterschiedlichen Familien, dass sie aber auf jeden Fall von der Autorin so gut zusammengeführt werden und die Charaktere einfach sehr vielschichtig sind und mehrschichtig. Also es ist einfach, also
so unheimlich vielfältig in der ganzen Breite. Ich weiß, dass auch oft kritisiert wird, dass unheimlich viele Themen in diesem Buch sind. Und ich weiß, dass ich das oft auch als Kritikpunkt nehme, dass viele Töpfe aufgemacht werden. Jeder Topf wird irgendwie mal bedient. Ja. Und dann ist es manchmal mir ja auch schnell zu viel. Also zu viel offen und nicht tief genug. Das hatte ich hier überhaupt nicht. Mhm. Es war vielleicht nicht immer, es war definitiv nicht alles tief genug beleuchtet. Okay. War schon, auf keinen Fall, weil dafür war zu viel los. Dafür ist es auch zu dünn, glaube ich. Dafür ist es auch zu dünn. Es hat nämlich auch nur 288 Seiten. Ja. Da hätte man natürlich mehr ranhängen müssen. Okay. Aber es hat mir dabei überhaupt nichts ausgemacht. Es hat mir unheimlich gut gefallen. Und das hat für mich auch diesen Facettenreichtum da reingebracht. Mhm. Irgendwie noch dazu. Und ich fand den Schreibstil unheimlich feinfühlig irgendwie. Es war so ein richtig herzerwärmender Schreibstil. Das mag ich sehr gerne. Sehr herzerwärmende Charaktere. Und man ist halt durch diese Multiperspektive natürlich auch viel in der Gefühlswelt der einzelnen Protagonisten. Und kann sich auch unheimlich gut in jeden irgendwo irgendwie reinversetzen. Also das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Mhm. Ja. Also ich fand es durchweg super. Ja. Also so wie du es erzählst, erinnert mich das, wie du damals begeistert von Miracle Creek erzählst. Absolut, es hat mich da total dran erinnert, obwohl es eine ganz andere Thematik ist. Aber so wie du das aber es hat mich vom Stil, hat es mich unglaublich daran erinnert. Es hat mich da vom Stil her unglaublich dran erinnert. Und genau so habe ich es habe ich auch direkt dran gedacht. Es hat mich da unheimlich dran erinnert, wie ich mich da gefühlt habe, wie ich das Buch gefühlt habe. Und so habe ich mich hier auch gefühlt. Sicherlich ist da manches vielleicht over the top und über dem Punkt und so. Aber das hat mir nichts ausgemacht. Ich konnte ihm nur 5 Sterne geben. Ist so. Ja, sehr schön. Habt ihr die Übersetzung noch nicht genannt? Da muss ich mal eben gucken. Das weiß ich nämlich jetzt gerade gar nicht auswendig. Sehr schlecht vorbereitet. Von Ulrike Wasel und Klaus Timmermann übersetzt. Und also wirklich, wie gesagt, mir hat es unglaublich gut gefallen. Sehr schön. Das hört sich doch total gut an. Aber ich habe auch schon sehr kritische Stimmen gehört. Aber ich glaube, es muss passen. Ja, ja. Muss es auch. Aber ich liebe das Cover auch und ich liebe Hansa Blau. Schön. Die machen so tolle Bücher. Ich weiß gar nicht, ist Miracle Creek nicht auch irgendwie da? Das ist auch Hansa. Ich und Hansa. Dein Verlag, würde ich sagen. So, dann habe ich wieder ein Buch der Rache gelesen. Die Anja ist na, so motiviert. Mich motiviert das wirklich tatsächlich total. Für dich ist das richtige Format. Absolut. Ich habe jetzt so ein kleines Regalbrett in meinem Bücherregal. Das ist alles die Rachenbücher. Ich liebe das. Ich kenne mich ja mit einem Regalbrett noch nicht mal aus. Ja, das bei mir wäre es wahrscheinlich 2 Regale. 2 Regale. Ja, wenn die E-Books müssen weg. Dann ist sie immer noch so viel, meinst du? Ja, ich glaube schon. Ja, okay. Gut, wen habe ich gelesen? Von Ulrike Almuth-Sandig, Monster wie wir. Die Autorin ist eigentlich mehr so mit dem Prosa-Bereich unterwegs. Und es ist jetzt ihr erster Roman, den sie geschrieben hat. Und ich hatte da was ganz anderes erwartet. Oh, okay. Ja, ich hatte was anderes erwartet. Und deswegen brauchte ich eine Zeit, um mich jetzt auf das, was ich bekomme, einzulassen. Und zwar... Was hast du denn erwartet? Genau, das sage ich jetzt. Ich habe nämlich erwartet, dass das hier... Es geht ja um Viktor und um Ruth, die zusammen in Ostdeutschland groß werden, die es nicht leicht haben und die sich unterschiedlich ein bisschen, obwohl die gleiche Gewaltblase um sie rum ist, sich anders entwickeln. Also Ruth versinkt in ihrer Musik, sie spielt Geige und flüchtet sich dahin und Viktor flüchtet sich halt in die rechte Szene. Ah ja, genau, das war das. Genau, und da habe ich jetzt mir so ein bisschen davon erhofft, dass ich jetzt so... Wie ist das so in der rechten Szene? Ich habe mich da irgendwie so total drauf versteift. Obwohl das hinten gar nicht so steht. Aber ich habe mich da irgendwie... Ja, manchmal hat man das. Ja. Das so. Und das ist es aber eigentlich gar nicht. Ne? Und es geht um die beiden, das ist auch ganz wichtig. Und ich sage mal, wie das Buch aufgebaut ist. Das Buch ist in 4 Teile aufgebaut. Es gibt 4 sozusagen Oberkapitelabschnitte. Einmal ist das Ruth, dann ist das Viktor, dann ist es Monster, dann ist es Voito. So. Und 3 Kapitel sind aus der Sicht von Ruth geschrieben, da erzählt sie uns die Geschichte. Und Viktors Kapitel ist geschrieben, da wird über ihn erzählt. Mhm.
Und ich finde das schon total spannend, dass sie einfach mit der Sprache so spielt. Und da merkt man einfach, dass Ulrike Almut-Sandig, glaube ich, wirklich viel mit Sprache macht. Mhm. So dieses Prosa, das kommt da wirklich viel durch. Und das hat sie auch ganz viel hier auch gemacht in den Texten. Und ja, Ruth ist eine junge Frau, die in einem Pfarrhaus groß wird. Ihre Mutter ist Apothekerin, ihr Vater ist, wie gesagt, Pfarrer. Und sie spielt Geige leidenschaftlich und flieht da auch in diese Welt von Geigenmusik. Und ich muss das sagen, es steht nirgendwo, ich muss das sagen. Es geht hier wirklich um kindlichen Missbrauch. Ich finde es ganz wichtig zu sagen, weil nicht jeder kann das lesen. Und mir fiel es unfassbar schwer, obwohl ich jetzt da nicht so sage, ich lese sowas nicht. Mhm. Ne? Aber das muss man wirklich sagen, dass das hier ein Thema ist in diesem Buch. Und das ist ein Hauptthema tatsächlich, diese Gewalt und dieser Missbrauch. Und Viktor kommt ursprünglich aus der Ukraine, lebt mit seinen Eltern zusammen und mit der großen Schwester, die auch schon einen Freund oder einen Mann hat, die leben alle zusammen und die kennen sich halt, weil sie zusammen in der Schule sind und sind befreundet. Und Viktor ist auch in einer Gewaltblase drin und ja, und es wird so ein bisschen der Lebensweg von beiden, so, sie begleiten sie ein Stück. Und Viktor geht irgendwann auch nach Frankreich, weil er dort als Au-pair arbeitet, um auch mal rauszukommen, weil er auch mit der rechten Szene einfach, es ist auch nicht er und er will da auch gar nicht sein und ist dann dort eine Zeit lang. Oh, mir hat es das Buch echt schwer gemacht, weil es einfach schlimme Dinge erzählt, die aber gar nicht so benannt werden, sondern das steht alles zwischen den Zeilen. Also es wird jetzt nicht explizit ein Missbrauchfall aufgetrudelt und beschrieben, sondern es wird so, ja, man hat so das Gefühl, ein Kind erzählt dir das halt und du denkst so, um Gottes Willen. Ja, okay. Ne? Und du weißt dann genau, was da passiert. Weil du bist ja der, in dem Sinne allwissende, erwachsene Leser. Und das hat mir oft so ein bisschen die Luft geraubt. Und ich habe gesagt, boah, das kann nicht jeder. Und deshalb muss ich das sagen, dass das ein Thema hier in dem Buch ist, was wirklich nicht einfach ist. Auch wenn es nicht schwer geschrieben ist, aber das, was zwischen den Zeilen durchschimmert, ist schwer. Das wühlt auf und das macht was mit dir als Leser. Ich habe lange überlegt, wie ich das Buch bewerte, weil es kann ja nichts dafür, wenn ich was anderes erwarte, das Buch. Da kann das ja nichts für. Aber ich habe gedacht, ich würde dem jetzt so 3,5 Sterne geben, weil ich es schon gut finde, wie sie das erzählt. Und das ist halt wirklich in so vielen Familien, dass da, wo so viel Mist läuft. Und dass das wirklich nichts ist, was nur einem alleine passiert, sondern dass das vielen passiert und dass man nicht alleine ist. Und das zeigt sie einfach, dass das dadurch, dass hier auch zwei Fälle aufgezeigt werden, dass es einfach auch wirklich viel passiert. Und dass darüber halt einfach nicht geschwiegen werden darf, weil wenn man schweigt, was macht das mit dir als Seele? Und was macht das mit dem, wenn man das nicht aufarbeitet, wenn man das immer nur runterschluckt und weggeht oder so wie sich Gewalt auch weiter vererbt in dem Sinne, sondern dass es die nächste Generation auch macht. Klar. Entweder bist du gewalttätig oder du suchst dir jemanden, der dir wieder Gewalt antut. Ja. Und das sind halt so Sachen, die, ich kriege da auch immer wieder Gänsehaut, weil mich das als Thema natürlich total berührt. Und das hat sie hier natürlich wunderbar geschafft, aber es ist ein richtig hartes Buch. Okay. Und es fällt mir echt schwer zu sagen, lest das unbedingt, weil man muss wissen, auf was man sich einlässt und man muss wissen, ob man das kann. Das ist wirklich keine leichte Kost. Ja. Und der Titel, das passt schon. Ja. Das passt. Ja. So war das mit dem Buch. Ja, dann können wir euch vielleicht noch kurz um die Büchergilde noch euch hier auch komplett zu zeigen. Ich habe es allerdings erst im April gelesen, deswegen seht ihr es wahrscheinlich auch im April noch mal kurz wieder. Und Anja hat es schon im Februar gelesen. Ist halt jetzt so. Ja, ist völlig auseinandergerissen. Wir zeigen es euch jetzt aber im März. Wir zeigen es euch jetzt Mitte. Einfach mal in der Mitte. Nämlich die wunderbar illustrierte Ausgabe von Franz Kafka, Die Verwandlung. Und zwar ist das Kafkas berühmteste Erzählung mit wiederentdeckten Illustrationen der expressionistischen Künstlerin Rosi Lilienfeld. Und da sind ganz, ganz tolle Bilder drin. Also es ist schon vom Buchcover her schon ganz, ganz toll. Ich kann euch ja mal ein Bild zeigen, dass ihr ungefähr wisst. Es sind Kohlezeichnungen von ihr. Und die begleiten das Buch wirklich richtig, richtig toll. Wir werden darauf noch näher in unserer Büchergilde
Vorstellung eingehen, aber hier könnt ihr das schon mal sehen. Mhm. Ist ja das Kafka-Jahr. Eben, 100 Jahre Todestag. Sein Todestag, genau. Genau, sein, ne, 100 mhm. Jahre Tod. Mhm. Genau, und ja, deswegen wird natürlich jetzt überall Kafka aufploppen. Und so hier ist es bei uns jetzt auch schon mal aufgeploppt. Genau. Genau. Super. Ja, dann habe ich noch zwei Highlights gelesen im März. Und das erste Highlight war ja mit Ansage von Maike und von auch derjenigen, die mir das auf die 12-Books-Liste gepackt hat. Und zwar hat mir das die liebe Katrin rausgesucht von Tagesbürger Noah, von einem, der überlebte. Und ich glaube, alles, was ich jetzt sage, wird diesem Buch nicht gerecht. Bin ich mir sicher, dass ich die Worte nicht finden werde, die es eigentlich gebührt. Hier geht es nämlich um Noah Klieger, der Unvorstellbares erlebt und überlebt hat. Er war ein junger Mensch zu Zeiten der Nazis und er ist nach Auschwitz gekommen, hat das überlebt, er hat den Todesmarsch überlebt und die Überfahrt auch nach Palästina hat er überlebt. Und Tagesbürger ist extra zu ihm nach Palästina gefahren, hat da auch eine Zeit lang gelebt, ich glaube ein paar Monate, und hat sich mit ihm regelmäßig getroffen. Da ist auch ein ganz tolles Bild drin. Das muss ich euch jetzt nochmal zeigen, das hat die Maike damals auch gesagt, ich zeige es euch jetzt auch nochmal. Mhm. Genau. Wo er ihn halt interviewt hat, ihn Fragen gestellt hat und er hat jetzt auf eine ganz tolle Art und Weise die Geschichte von Noah aufgeschrieben. Es ist eine Geschichte, die wirklich auch natürlich dramatisch und herzergreifend ist. Aber ich muss sagen, während des ganzen Lesens dieser Geschichte war ich jetzt nicht zerstört oder ich habe die ganze Zeit geweint oder so, überhaupt nicht, sondern ich war einfach total fasziniert von dem Menschen Noah. Und ich fand es auch gut, Tagesbürger hat es auch geschafft, trotz der Dramatik und auch natürlich der Opferrolle, die natürlich die Juden auch haben, Noah als frechen, jungen, lebensmutigen Mann darzustellen damals. Und das fand ich so toll, dass der immer wieder so durchgeblitzt hat. Und er hat sich auch Dinge getraut, die sich andere im Leben, ich hätte mir das Leben nicht getraut. Und er hat damit ja auch Erfolg gehabt. Also ich kann ja mal so eine Sache nennen. Er ist halt in das Lager nach Auschwitz gekommen und er hat halt gehört, die sind jetzt gerade auf der Suche nach Boxern. Und er hat ja gesagt, ja, ich bin Boxer. Hat sein Leben auch noch nie geboxt. Und kam damit halt irgendwie durch. Und das hat er nochmal gemacht in einer Szene, wo er auch auf Mengele getroffen ist. Und das macht dich total sprachlos. Aber auf der einen Seite hast du so ein zwinkerndes Auge, wo du sagst, da ist noch der Mensch, der ganz viel Energie in sich hat, obwohl er völlig ausgezehrt ist und völlig zugrunde gerichtet worden ist, ist da aber noch der Mensch Noah. Und das hat mir so unfassbar gut gefallen. Am Ende ist noch so ein Gespräch abgedruckt von den beiden und da hat es mich dann absolut umgehauen. Da war es dann vorbei. Da habe ich wirklich, wirklich richtig geweint und geschluckt. Da war ich wirklich fertig. Es war ein Satz, den kann ich jetzt auch einfach sagen, der mir wirklich den Boden unter den Füßen weggerissen hat, der gar nicht so explizit ist, aber er fragt Noah, also Tagesbürger fragt Noah, wenn du jetzt nicht mehr da bist, wer erzählt uns dann diese Geschichten und was machen wir dann? Weil es einfach wichtig ist, dass wir diese Geschichten hören. Und dann ist ganz lange Ruhe zwischen den beiden und dann sagt Noah am Ende, ich weiß es nicht. Und da war ich fertig. Da habe ich wirklich geheult, weil ich mich das auch frage. Und man hat immer so das Gefühl, die Geschichte wiederholt sich so. Auch diese Szene, wo er mit dem Schiff nach Palästina unterwegs ist, wo ich dachte, das hat mich so an die Mittelmeersituation gerade erinnert, wo es genau so ist und wo ich denke, warum machen wir das immer wieder? Warum ist das so? Aber es ist ein unfassbar gut geschriebenes Buch. Ich liebe, wie Tagesbürger Geschichten erzählt. Und er hat auch ganz hinten reingeschrieben, dass er sich freut, wenn man ihm eine E-Mail schreibt mit den Gedanken, die man nach dem Lesen hat und verheult, wie ich war. Ich glaube, alles klar, mache ich. Und dann habe ich ihm direkt eine E-Mail geschrieben, voller Emotionen. Ich habe die Nummer... Ja, ich hätte es nochmal durchlesen müssen, aber ich war so voll und ich musste das rauslassen. Und er hat echt den nächsten Tag geantwortet. So nett, so nett. Ich bin durch die Wohnung gehüpft. Ich so, er hat geantwortet. Und ich habe das dann direkt Maike gesagt. Und oh, das war so lieb, was er geschrieben hat. Und es hat auch so viel Wahrheit, was er sagt. Und ich habe ihm ganz viele Fragen bombardiert. Und er hat, ach, es war so nett. Es war so toll. Also wenn ihr dieses Buch lest und ihr habt das Gefühl, ihr müsst euch bei ihm melden. Macht es einfach. Er antwortet auf jeden Fall. Nein, ein richtig tolles Buch. Ich würde es gerne wirklich jedem in die Hand drücken, weil es ein wichtiges Zeitzeugnis ist, was einfach
wichtig ist. Ganz wichtig. Ja. So, bin ich ja nochmal dran. Ne? Ja, ich habe nichts mehr. Tut mir leid, es war mein schlechtester Lesemonat. Oh, ich habe mein Abo. Wo ruhig noch in der Wunde? Ich habe mein Abbruch. Ach, ein Abbruchbuch gab es auch noch. Habe ich nicht mitgebracht. Ich lehne mich mal zurück. Dauert dann noch. Soll ich dir einen Tee holen? Soll ich einen Kaffee machen? Willst du ein Käffchen holen? Ja, was ist denn mit dem Apropos? Dann werde ich das wohl einblenden. Ja, ist auch noch mehr Arbeit für mich. Mach ich gleich. Es kommt erstmal das nächste Highlight. Von einem Highlight zum nächsten. Mir fehlt, ich könnte erst das Apropos sagen. Warte, wir machen das kurz. Das ist ein Schirmer. Anja, jetzt reiß dich doch mal zusammen. Reiß dich jetzt zusammen, Anja. Oh, ich bin auch noch so aufgeblüht. Ja, also. Die aufmerksamen Zuschauer unter euch wissen, dass ich noch ein Buch auf dem Want to Read hatte. Und zwar war das Der Junge mit dem Herz aus Holz von John Boyne. Das war, wie gesagt, ein Rachebuch. Falls euch interessiert, die Übersetzerin war Adelheid Zöfel. Er wird jetzt nicht hier, weil ich habe es abgebrochen. Mir fiel es unfassbar schwer, nach Noah ein Buch anzufangen. Ja. Weil es mich einfach unfassbar aufgewühlt hat. Und dann auch noch so dieselbe Thematik wieder, oder? Ist das nicht ich, auch? Keine Ahnung, ich bin nicht so weit gekommen. Ach so. Ich habe den tatsächlich wirklich nicht viel gegeben, weil es ist ein Märchen. Es ist märchenmäßig erzählt, eine Parabel, ganz kurz. Und es geht halt um einen Jungen, der von zu Hause weggeht und er trifft dann auf einen, das ist ganz märchenhaft, ne? In so einem mystischen Wald und dann ist da ein Laden. Und da ist jemand, ein ja, das braucht man auch. Nee. Nicht. Und das ist ein Spielzeugbauer, der aus Holz Spielzeug baut. Mhm. So. Und der ging halt da durch diesen Wald und hatte da gestanden und hat sich so einen Baum angeguckt und dann sind auf einmal so und so viele Stunden vergangen, obwohl es für ihn noch 5 Minuten war. Und das war für mich so, ich kann das gerade nicht. Ich kann das nicht. Die Reihenfolge war nicht gut gewählt nicht von gut mir. Gewählt. War wirklich nicht gut gewählt. Und ich habe gedacht, nee, es geht nicht. Ich tue ihr vielleicht Unrecht. Ich kann mir vorstellen, dass viele das bestimmt auch total gerne mögen. Aber ich habe gesagt, ich kann das jetzt gerade nicht. Ich habe es weggetan, habe es abgebrochen. Manchmal ist das so. Aber hatte natürlich Bock, trotzdem noch was zu lesen. Und dann habe ich gedacht, dann greife ich natürlich zu jemandem, wo ich weiß, die holt mich raus. Die holt mich raus. Und das hat sie natürlich geschafft. Die Adriana Popescu, ich musste es ja noch lesen, Die Zukunft flirrt am Horizont. Maike hat es letztes Jahr gelesen, pünktlich als es rauskam natürlich, ich nicht. Und ich habe es jetzt nachgeholt und ich bin natürlich total begeistert. Sie schafft es einfach, sie schafft es mich abzuholen, sie schafft es mich reinzuziehen in ihre Jugendbücher. Ich glaube, keiner schafft das, so wie Adriana das schafft. Ich liebe einfach ihre Jugendbücher. Wir begleiten hier Simon, Lia und Marcin. Die treffen zusammen in der Seniorenresidenz die Pinie, die kennen wir ja schon. Ja. Genau, denn Simon und Lia haben schattige nämlich Pinie. Die schattige Pinie, genau. Simon und Lia haben nämlich Mist gemacht, die haben Mist gebaut und müssen jetzt Sozialstunden ableisten und treffen dort auf Marcin, der dort halt auch vor Ort bei der Essensausgabe ist im Altersheim. Genau. Und Adriana macht es wieder ganz toll, dass sie die einzelnen Kapitel aus der Sicht der drei Jugendlichen macht und das wechselt halt immer ab. Wir erfahren ein bisschen aus Nias Sicht, dann Simon, dann Marcin, dann wechselt das immer hin und her, sodass wir natürlich auch allen drei jungen Menschen sehr nahe kommen. Und alle drei jungen Menschen sind auch sehr unterschiedlich und jeder hat seinen eigenen Rucksack dabei, der voll mit Problemen ist, aber auch voll mit Träumen und mit Hoffnungen. Und natürlich verliebt man sich immer in einen speziell. Wahrscheinlich ist es bei uns der gleiche. Marcin war es bei mir, den ich mich sehr verliebt habe. Und wir haben hier wieder ganz auch wichtige Themen. Es ist ja nicht immer so eine lapidar erzählte Geschichte von Adriana Popescu, sondern sie hat auch immer ganz wichtige Themen. Es geht um Familie, es geht um den Verlust, es geht um Essstörungen, es geht um Gewalt. Und das baut sie hier sehr, sehr gut zusammen und schildert uns hier drei Leben, die sehr lesens- und lebenswert sind. Und ich habe es einfach geliebt. Was soll ich euch erzählen? Ich fand es großartig. Ich habe natürlich geweint. 2-mal geweint in diesem Monat. Alles nachgeholt, was ich die vorherigen Monate nicht gemacht habe. Einmal leer. Wir sind wieder da. So ist es. Wir sind da, wo wir sein sollen. Ja. Bei den Tränen. Bei den Tränen. Dass du da so geweint hast. Ja, das immer. Und damit schließe ich jetzt meinen Lesemonat. Wie schön. Hat sich den Kaffee auch nicht gelohnt. Hat sich nicht gelohnt, ne? Der Abbruch war ja schnell erzählt. Der Abbruch, was soll ich da erzählen? Ich habe nicht viel gelesen. Ja, das stimmt. Aber das ging gar nicht. Nein, aber manchmal ist das auch nach so besonders ergreifenden Büchern oder die einen sehr beschäftigt haben, ist das echt schwer, dann was zu finden, was einen da so
Weil dann sind oft viele Bücher auf einmal komisch schlecht. Ja. Die vielleicht sonst so, nicht so sind, aber wo du sagst, so, boah, du jetzt sonst was willst du mir jetzt hier gerade erzählen? So, das ist schwierig, ne? War total schwierig. Stimmt, kann ich mir vorstellen. Ja. Ja, das war unser Lesemonat März. Was habt ihr denn so im März gelesen? Wie lief es bei euch? Hattet ihr Highlights? Dann unbedingt raus damit. Das interessiert uns immer sehr. Und kennt ihr eins der Bücher, die wir gelesen haben? Und wie haben sie euch gefallen, wenn ihr sie gelesen habt? Das interessiert uns natürlich auch sehr. Genau. Ja. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Lesemonat 2.0 kommt ja jetzt bald. Ja, genau. Dann schaut unbedingt auch noch bei unserem Büchergilde-Video am Freitag vorbei. Da werden wir euch die drei Bücher nochmal ausführlich vorstellen. Und es sind ja wirklich drei ganz, ganz tolle, unterschiedliche Bücher. Genau. Genau. Dann sehen wir uns bis dann. Dann sehen wir uns dann. Genau. Genau. Bis dann. Ciao.